Also listen zu können. Jedenfalls ist so tatsächlich gewesen, dass ich nach Wien gegangen bin und dort hat mich dann mein Chef, der Professor Fellinger, auf ein Weltgesundheitsstipendium für 3 Monate nach Amerika geschickt und hat mich auswählen lassen, wohin ich gehen will. Und ich habe damals, weil ich schon mit Niere beschäftigt war, schon in Prag beim Studium und später auch dann mit hohem Blutdruck, ja, und Nierenfunktionsprüfungen. Und da waren 3 große Experten in Amerika, in der Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio, tätig und ich habe mir dieses Spital ausgewählt und diese 3 Monate Stipendium dort zu lernen und habe natürlich die Aufgabe gehabt, 1955 war das, noch zum Besetzen, zur Zeit der Besetzung durch die 3 Mächte, Frankreich, Amerika, England und Russland, habe die Aufgabe gehabt, etwas zu bringen für die Klinik, was man für die Wiener Patienten brauchen kann. Und ich bin dann im Jänner 55 nach Amerika geflogen. Und ich war 3 Stunden nach der Ankunft dort in Cleveland schon in dem Arbeitsraum oder Patientenraum von Professor Kolff, der dann später der Mann für alle künstlichen Organe geworden ist, heute 86 Jahre alt ist schon, war ich in seinem Institut. Und nach einiger Zeit hat er mich gebeten, ich soll bei ihm bleiben. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, ich muss ja an den verschiedenen Stellen in der Cleveland Klinik schauen, was Neues gibt in der inneren Medizin. Ja? Und hat aber nicht locker gelassen und ich habe dann gleich mit der künstlichen Niere, die es seinerzeit gegeben hat, ein riesiges Gerät, in dem diese Dialysierschläuche immer dann aufgewickelt wurden für eine Behandlung, wenn ein akuter Nierenkranker zu sterben drohte und wurde dann dialysiert worden. In dieser Zeit waren in der ganzen Welt etwa 10 Stellungen, wo so eine und eine andere Niere, eine Plattenniere gegeben hat, wo ungefähr 10 Patienten im Jahr behandelt wurden. Das heißt also 50, 60 Patienten werden im Jahr behandelt worden sein, einige Male wiederholt und wenn es angesprungen sind, die Nieren, dann ist gut gewesen, ansonsten sind die Patienten gestorben. Und heute gibt es einige 100.000 Leute, die 3-mal in der Woche mit dieser Methode der Dialyse natürlich einen etwas verbesserten, funktionell gebesserten Apparat behandelt werden und am Leben sind oder zur Transplantation kommen oder wenn die Transplantatniere aufhört zu funktionieren, wieder an die künstliche Niere gekommen und dann wieder transplantiert werden. So habe ich persönlich jetzt, um etwas vorauszuschicken, schon einige Patienten, die 30 Jahre am Leben erhalten wurden durch diese modernen Errungenschaften der Nephrologie, die dann als Nephrologie ein Spezialfach wurden, von der internen Medizin herausgenommen und die also am Leben sind. Und dann kam der Professor Kolff und hat mich gebeten, ich soll noch einmal, ich soll bei ihm bleiben. Ich habe gesagt, das hat keinen Sinn, weil mit diesem Apparat kann ich
in Wien niemanden behandeln, weil das hat damals 1 Million Schilling gekostet, 1 Million damals, in 1955 Jahren. Sondern wir brauchen etwas, was einfacher ist. Und dann ist daraus entstanden die Idee, dieselben Schläuche, die 50 Meter lang auf diese großen Trommeln aufgewickelt wurden, zu verbessern. Und da ist dann entstanden die Spulniere und diese 50 Meter Schlauch der Dialyseschläuche ist in diesen entstanden und hat genau dasselbe geleistet, was diese große Niere, die oft kaputt gegangen ist, weil es irgendein Loch in den Schläuchen war, hier sind sie geschützt gewesen, gemacht hat. Und das dem ist dann entwickelt worden an verschiedenen Stellen in der Welt und auch von mir in Wien noch, diese sogenannte Spulniere. Und das ist das Ergebnis, dass an tausenden Kliniken das jetzt gemacht werden kann. Deshalb, weil diese Spule vorrätig gehalten werden konnte, wenn ein Patient gekommen ist. Das waren damals alles nur akute Patienten, die vorher nirgends gesund waren und durch irgendeine Vergiftung etc. In die Gefahr gekommen sind, das Leben zu verlieren. Und da hat man dann in den verschiedenen Spitälern diese Spule vorrätig halten können und haben dann behandelt. Und aus dem ist entstanden, dass eben mehrere tausend Kliniken in der Welt heute die Behandlung übernehmen und dann ein Heer von etwa 500.000 oder 600.000 Patienten dauernd behandelt wird, weil man in der Zwischenzeit mit der einfachen Spule, die weniger Blut gebraucht hat, ja, die Wiederholung der Behandlung fortsetzen konnte. Seinerzeit, 1955, hat man noch 8 Versuchen mit diesem rotierenden Gerät einer künstlichen Niere aufgegeben dann und den Patienten sterben lassen müssen, während man hier das immer wieder holen kann. Das war billiger damals noch, so eine Spule, und dadurch sind die ganzen Patienten angenommen worden an die Behandlung. Nicht? Und heute gibt es eine dieselben Schläuche sind halt die Kapillardünne, tausende nebeneinander durch die Industrie gebaut worden. Aber dasselbe Schlauch, genau die Wirkung, dass aus dem Blut, wo das vergiftet war mit den verschiedenen Stoffen, herausgeflossen ist in eine umgebende Flüssigkeit, die mit den Salzen des normalen Blutes beschickt war, sodass die Salze, die notwendig waren, drinnen geblieben sind, im Blut, das durchzirkuliert ist, und was eventuell gefehlt hat im Patientenblut, sich aus der Flüssigkeit, die wir vorgegeben haben, ergänzt hat. Ja? Und so ist es entstanden. Werden die Flüssigkeit dann gemischt eigentlich? Denn die Flüssigkeit haben wir aus vorgewogenen Mengen von Salzen, Kochsalz, Natriumchlorid ist das, und andere Substanzen vorgegeben, die haben wir auch immer gelagert haben, die haben wir genommen und haben dann in dieses Bad Ding, und jetzt muss ich ein bisschen kürzer mehr fassen, wir haben... Nein. Beim Kolf, wann hat der Kolf das zum ersten Mal gemacht? Überhaupt die Dialyse, oder? Ja, wir müssen es ergänzen, 1943 hat Kolf in Holland, also ein Holländer gewesen, hat er diese aus Stahl
gebaute, in Amerika 1953 gebaute, er ist dann nach Amerika übersiedelt, künstliche Niere. Das war damals aus Holz gebaut. Und da waren die Schläuche genauso entwickelt. Da hat er damals einige Patienten, zwei oder drei, hat er am Leben erhalten können. Ja. Und hat dann publiziert, ist nach Amerika geholt worden und ist dann in der Cleveland Klinik, eben hat eine eigene Abteilung gekriegt, eben wo diese künstliche Niere stand, wie ich dort angekommen bin und ich deren Arbeit ich abgelehnt habe, ging statt an andere Abteilungen in der Medizin zu gehen, weil man es nie in Wien gekriegt hätte. Und jetzt, also wie gesagt, ist es so, dass allein in Österreich ca. 50 Spitäler die künstliche Niere anwenden können, die Gegebenheiten, was eigentlich fast zu viel ist, weil früher sind ja von Vorarlberg zu mir die Leute kommen dreimal in der Woche, wenn sie heimkommen sind, und das muss ich jetzt noch ergänzen, damals hat man 8 Stunden dialysiert, in Behandlung, den Patienten entwässert und entgiftet. Und wenn er einen halben Tag oder dreiviertel Tag zu Hause war, hat er schon wieder nach Linz fahren müssen. Wieder zum zweiten Mal und das dritte Mal auch in der Woche und so weiter. Ne? Und so ist aber das so geworden, dass man heute in Österreich an ca. 50 Stellen oder noch mehr, weil in der Zwischenzeit auch an chirurgischen Abteilungen diese Behandlung selber gemacht wurde, nicht nur von den Internisten oder für den Nephrologen, die also als Nephrologe eine ganze eigene Spezialbehandlung geworden ist. Man darf nur denken, dass wenn 50 solche Stellen da sind, dann sind mindestens 200 mal 2, 400, 500 Ärzte beschäftigt, sind ca. 2000 Schwestern beschäftigt und das Ganze hat dann natürlich auch ein Gesicht, einen ökonomischen Punkt aus, sodass heute das Problem ist, wie werden wir in Zukunft die ansteigende Zahl von tödlich gefährlich erkrankten Nierenkranken alle übernehmen können, sowohl vom Spital her, auch sonst von den Kosten und so weiter, weil die viele der Patienten in dem Leben bleiben und durch die Transplantation und diese Sachen eben noch viel mehr im Leben bleiben. Und das ist natürlich ein riesig großes Problem mit der Transplantation auch, wo man heute zum Beispiel alle möglichen Sachen schon transplantieren kann. Der Sohn, der Neffe des Galeristen, der bei uns hier in Berg gestern die Vernissage gehalten, ist vorgemerkt in Wien für eine Lebertransplantation, man weiß nicht, wie lange das dauert, dass er jemand kriegt. Die Frau meines ehemaligen Oberarztes in Linz bei den Elisabethinen ist herztransplantiert worden mit über 50 Jahren. Ja. Mein anderer Oberarzt hat eine Tochter gehabt mit 8 Jahren, die wir seinerzeit zur chronischen Dialyse, die wir damals in Linz noch nicht durchführen konnten, nach Wien geschickt haben. Die hat heute 2 Kinder, ist wahrscheinlich etwas nierenkrank, aber jedenfalls ganz in Ordnung und so weiter. So dass in der ganzen engen Bekanntschaft allein schon so viele Leute am Leben sind, die vor 30, 40 Jahren überhaupt keine Chance gehabt hat. Und die Probleme sind natürlich so, dass eben teuer wird, wie alles eben teuer ist und
Wir werden uns in Zukunft entscheiden müssen, und ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Wem es gibt und wem nicht. An Herzkranken, die operiert werden mit den Herzkranzgefäßen oder Herz direkt ersetzt kriegen, wenn es mehr gibt und so weiter. Ob wir nehmen müssen einen Nierenkranken oder einen Pankreas. Die Diabetiker werden auch schon transplantiert und sind dann gesund. Nicht? Wenn ein funktionierender Transplant einen Pankreas kriegt, eine Bauchspeicheldrüse und so weiter, es wird noch riesengroße Probleme. Was habt ihr euch da gedacht eigentlich so in den 50er Jahren zu dem Thema? In den 50er haben wir gar nichts gedacht. Wir haben gedacht, jetzt müssen wir den, der akut uremisch geworden ist und nahe dem Tod war, den muss man behandeln. Und den haben wir behandelt. Mit den Möglichkeiten, die es dann durch die Spulniere überhaupt gegeben hat, das vorher nicht gegeben hat. Ne? Aber es war jetzt zur gleichen Zeit auch die erste Transplantation in Boston. Ja, und in der Zeit, wo ich in Amerika war, 1955, beim Kolf in Cleveland, ich habe dann verlängern können, 3 Monate Stipendium auf 9 Monate, ja, bin also dann 9 Monate in Amerika geblieben, bin beim Kolf geblieben, nicht auf die anderen Abteilungen gegangen und in dieser Zeit kam aus Boston, glaube ich, ja, ein Anruf, dort ist ein Patient, der einen Nieren nur hat und an der zweiten ist er krank. Ob man die zweite Niere wegnehmen kann und ob die Dialyse eben ihn wirklich schon am Leben erhalten kann. Das war 1955 bereits. Ne? Und dann, damals hat man nur eineigige Zwillinge transplantiert oder Nieren von genommen. Nieren, ja. Ding. Also das ist ungeheuer fortgeschritten. Ja, aber was hat der Kolf gesagt zur Transplantation damals? Das war ja gleichzeitig. Habt ihr daran geglaubt, dass das was wird, oder? Jawohl. Der Kolf hat damals schon geglaubt auch, dass eine Transplantation auch der notwendige Weg ist, weil er damals, 1955, die Dialyse noch 3 Liter Blut gebraucht hat für jede Behandlung. Das haben wir ja wegwerfen müssen dann zum Schluss. Ne? Und das war für ihn ein sehr, sehr hoffnungsvolles Ding, weil er natürlich da gesehen hat, dass er total auch. Und während ich eigentlich die 9 Monate beim Kolf war, hat der Kolf gar nicht mehr mit der Niere gearbeitet, sondern er hat einen künstlichen Herz geforscht. Und wir haben Hunde nicht behandelt mit der Spule wegen einer Nierenkrankheit, sondern während einer mein Herz transportiert wurde von den Hunden und so weiter, dass die ein Leben hatten. Das ist dann weitergegangen, dass dann die menschlichen Chirurgen den Mut gefasst haben und da war aber dann ungeheure Notwendigkeit, dass man alles, die ganzen Blute in verschiedene Untergruppen, dass sie besser zusammengepasst haben und so weiter und so fort. Und heute existiert ja in ganz Europa die Möglichkeit des Austausches, einen Patienten nach Amerika zu schicken. Da nur geht es nicht, weil wenn in Europa ja oder in Amerika überhaupt zu wenig Anien zu sein, ist alles möglich. Heute gewesen. Das ist natürlich dasjenige, was dann schon irgendwie, also
den Mut gemacht hat und die Lust gemacht hat, 18 Stunden am Tag zu arbeiten und ohne Rücksichten sozusagen, weil war immer was drin. Ne? Wer waren denn damals die wichtigsten eigentlich Leute auf dem Feld oder in dem Gebiet, die die Dialyse eigentlich ermöglicht haben? Die wichtigsten Leute waren in Amerika, der Kolf eben, bei dem ich war, dann der in San Francisco, der Professor, der ist dann nicht in San Francisco, in Seattle. Das kriegt man. Waren alles später bei mir auf Besuch und so weiter und so weiter. Der Scribner war das, der Professor Scribner, und dann noch einige anders irgendwo herum. Und ein paar, wer die in Europa die nächsten waren, weiß eigentlich nicht recht. Die da gearbeitet, wie ich dann zurück bin, Herbst 55, schon in das befreite Österreich, ja, da haben wir dann natürlich Vorträge gehalten, da haben sie dorthin geholt und dorthin geholt und so weiter. Und das war alles dann der Beginn einer Tätigkeit von Ärzten und Schwestern und so weiter in dieser Richtung, gemeinsam mit der Transplantation, von der ich geschildert habe, dass heute eben so viel ist, dass es ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man das alles machen wird, wenn man nicht andere Sachen erfindet. Und das wird auch sein. Man hört ja, dass die Schweine gezüchtet werden, die Herzspender, die, nur gibt es Norden, Menschen, die sagen, das darf man nicht machen, die armen Schweine, nicht wahr, und so weiter. Und alle möglichen Dinge, Probleme, was da auftauchen heute und tatsächlich da sind. Nicht? Und dann, gibt es dann waren wir, haben wir europäische Gesellschaften für Nephrologie gegründet. Zum Beispiel, da waren 12 Leute unter einem ich, wo wir gegründet haben, die Europäische Gesellschaft für Nephrologie, Dialyse und Transplantation, ja, wo heute, glaube ich, rund 10.000 Leute Mitglieder sind und wo Kongresse, wo ich Chef war, einer 1973 mit 1700 Patienten, Teilnehmern, und 1990, wo das zweite Mal ganz außergewöhnlicher Ausnahme zum Präsidenten gewählt hat, wo 7500 Teilnehmer waren, weil nämlich die Schwestern damals gemeinsam mit uns Ärzten den Jahreskongress abgehalten. Und mein Nachfolger in Linz, der Dozent Stumpfohl, hat 1993 noch einmal den Kongress nach Wien gekriegt. Wenn so viele Tausende Teilnehmer sind, stellt sich jetzt heraus, kaum 4 oder 5 Städte, wo solche Kongresse überhaupt stattfinden. Können, ja, so die vielen Leuten, ja. Ich war nie dafür, haben wir das mehr geht. Es geht in Florenz nicht, sowieso nicht, aber es geht in London vielleicht. Aber da sieht man, was da los war innerhalb der letzten 2 Jahrzehnten, ja. Dürfen wir jetzt... Aber was die Spule ist, wissen wir noch nicht. Wir brauchen etwas Einfaches in Österreich, damit ich da mitarbeite. Und da waren gegeben diese Dialyse-Schläuche, das nichts anderes als die heute noch in Verwendung stehenden Wurst heute. Wie der Fleischhammer. Die fundiert aber irgendwie. Mit der Eigenschaft. Ja, ist nicht nur, sondern muss ja ein Austausch. Und wir haben hier ein Netz weben lassen. Auch ich in Wien. Ja. Das hat der Stefski in
Also von dem gestern die Rede, ja. Stock raufgemacht, da muss man gnädig erzählt haben und so weiter. Und dieses Giftgitter hat auch den Nachteil gehabt, dass gelegentlich durchgestochen wird. Was war das für ein Gitter? Einfach ein Na, das bei den ersten Spulen. Ja, bei den ersten Spulen war das Fliegengitter aus für Traum, die Stelle. Ne? Von den Stellen in Amerika haben wir uns geohrt, die Firmen, die das Fliegengitter, und das ist mit Blei verlötet worden, gedichtet worden, damit es nicht rostig geworden ist. Ach so, sozusagen, ja. Und was vollkommen verpönt. Naja, das Blei in unmittelbarer Zusammenhang, ja. Erschossen fast, um das zu machen. Das waren also diese Gitter, und da haben wir zwei Bahnen genäht, und da haben wir zweimal 10 Meter von den Dialyseschleichen, den Wursthalten, wie es heute noch da sind, aufgewickelt und dann mit den Schleichen das Blut eingeleitet und aus, heraus. Ne? Da ist das Blut hineingegangen und innen drinnen. In den Zwischenraum, in diese Ding. Ja. Und da ist das Blut herausgeleitet worden und da haben wir das wieder zurück zum Patienten geführt. Mhm. Und das ist seinerzeit hier durch zum Teil implantiert worden, solche Kuppelungen, die der Patient dann am Arm gehabt hat. Ja? Der hat zwar nicht bauen können, damals, in dieses Ding, aber er hat nicht jedes Mal aufgeschliffen werden müssen oder sonst irgendetwas. Ne? Also das ist unheimlich, Ding ist auch. Und damit ist auch die Gefäßchirurgie aufgekommen. Okay. Weil da haben wir die Chirurgen dann später, früher habe ich es Internist selber gemacht, die Chirurgen später alle möglichen Sachen gemacht. Und haben seitdem man hört, dass die Leute alles für Gefäße implantiert kriegen, vom Fuß hinauf irgendwo zu einer anderen Stelle. Und natürlich wieder mit Kunststoffschleichen, nicht? Wo dadurch die Herzinfarktpatienten wieder besser durchblutet wurden durch gewisse Schleichen oder Überbrückungen und so weiter. Ne? Es ist ungeheuer, wenn man das Ganze zusammenfassen würde, das ist so ein Buch, wie soll das sein? Ne? Habt ihr damals eigentlich einen Kontakt zum Scribner gehabt, von Cleveland aus? Ja, ich war dann, der Kolf hat mich als jungen Mitarbeiter von ihm dort in Atlantic City beim ersten Kongress der Gesellschaft für künstliche Organe und Transplantation hat er mich sprechen lassen über das, was ich gemacht habe. Ja, das ist in 1955 war das, da sind wir dann war toll gefahren und im September 55, glaube ich, war das, ja, und dort sozusagen er die Ding auf sich genommen, er hat nicht gewusst, wie ich rede. Damals in 55 Jahren habe ich 3 oder 5 Vorträge vielleicht in Wien gehabt, in der medizinischen Gesellschaft von Österreich. Aber wie er mich hat, habe ich das selber machen lassen, habe das zusammengestellt, habe mit ihm natürlich schon gesprochen, was man sagen soll und so weiter. Und ich habe natürlich dahin anweisen können, wie soll überhaupt dazukommen, weil eben beim Golf waren, der schon diese große rotierende Niere gebaut hat gehabt, die allerdings nicht recht angenommen wurde, weil sie ihm zu teuer waren und so weiter. Und mich reden lassen dort eigentlich. Ich sehe das heute ein großes Risiko für ihn. Ja, und meine Schalke ist die Großzügigkeit von ihm auch. Ne? Aber wie ich zurückgekommen bin aus Europa, nach Europa, irgendwo Vortrag, haben sie mir gerufen, gesagt, ich soll einen Vortrag halten. Und da kann ich mich erinnern, dass
jetzt die Antwort Freiburg war eine Situation, wo dort ist der Professor Sarre gewesen, ein Nierenfachmann, der hat schon ein Buch geschrieben gehabt total. Und der Sarre hat, wie er gehört hat, dass ich beim Golf in Kleven so etwas Praktisches gebaut habe, hat er sofort einen seiner Oberärzte dorthin geschickt, um das zu lernen. Ich war schon zu Hause, das ist im Winter 55, 56 gewesen, und wie der Professor Heilmeier, ein ganz berühmter Internist in Deutschland, in Freiburg wieder, da war die zweite Klinik, mich eingeladen hat, meine Niere in Freiburg zu Ding, hat der Sarre seinen Assistenten von Kleven, von Kolf, wo er das gelernt hat, zurückbeordert. Der ist dann im Auditorium gesessen und ist natürlich sofort gefragt worden am Ende des Vortrags, was er dazu sagt. Und der ist aufgestanden und hat gesagt, jawohl, so ist es. So kann man den Patienten heilen und am Leben erhalten. Während der Sarre gemeint hat, er kann irgendwas anderes sagen, das ist in der Zwischenzeit schon wieder was anderes erledigt worden oder verbessert worden und so weiter, ist er aufgestanden und das ist ein größer Professor, später Professor Sartorius, dann in Hamburg gewesen, und der hat gesagt, ja, das ist so, das geht. Und dann ist er natürlich auseinandergegangen, ne? Und dann haben andere auch, hast du das gekriegt von mir, einmal das vom Wuppertal, wo die Dialysestation eröffnet haben, wo sie einen Brief von mir ich habe das gekriegt. Vervielfältigt haben, habe ich den Oberarzt Hochwohl geboren, habe ich geschrieben, wie man damals geschrieben hat und so weiter. Da kann jederzeit seine Schwester zu mir schicken, zum Lernen das zu machen und so weiter. Das haben sie in so ein Jubiläumsheft hineingegeben, dass wie das jetzt so angegangen ist, in den Wuppertal dann das und das gemacht wurde und so weiter. Und da war auch eine andere Möglichkeit einer Niere, wie soll ich denn sagen, eine senkrechte Trommel, wo das aufgewickelt wurde, da war einer in Hamburg damals in der Zeit, in 1955. Und der Professor Alval in Schweden war der europäische Spezialist auf diesem Gebiet auch. Der hat auch wieder eine andere Methode, immer dieselben Schläuche, die 5 cm breiten also Wurstschläuche, der hat das wieder anders aufgewickelt gehabt und das Blut so durchgeronnen ist, hinunter und so weiter. Ne? Wir haben eine Pumpe gebraucht, das Blut durch diesen Apparat durchzutreiben, das Blut, das da so gekommen ist, auch wir haben es dann gebraucht, weil wir ja mehr Widerstand drinnen gehabt haben in diesem engen Gewebe und so weiter. Und da haben wir eine Blutpumpe gebraucht. Und jetzt muss ich das noch erzählen, was man eben da sieht, wie dann das so publik geworden ist, dass man mehrere Patienten nebeneinander auch dialysieren hat können. Wir haben heute 45 Patienten nebeneinander, dreimal in der Woche in Linz. In unserer Ding ist, glaube ich, die größte Station immer noch in Europa. Und nachdem wir drei oder vier oder eben 10 Patienten nebeneinander haben, musste man, das ist diese Spule in den Türmen, wo das Wasser hineingekommen ist, wo das weggeflossen ist mit den giftigen Stoffen und wo das Blut hineingegangen ist, musste man den Blutdruck, die Temperatur der Flüssigkeit um die Spule immer laufend messen können. Und daher sind wir da hier, drei oder vier Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Und dadurch sind die Apparate natürlich wieder alle teurer geworden. Die Spule hat $25 gekostet damals in der Zeit,
Und später ist dann eine Dialyse 2500 Schilling geworden, weil man die, diese Apparate, Spitalsräume etc., Schwestern und so weiter, wenn man braucht, wir haben das alles selber gemacht. Ne? Haben wir alles geschaut und, ne? Und dann ist es teuer geworden. Ne? Und das ist das, was, was heute die ökonomische Grenze ist. Ja. Ne? Obwohl das eh wieder dann die Hälfte billiger geworden ist in den letzten 20 Jahren und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind Hunderttausende, die noch nicht ankommen. Denn ganz China wird es vielleicht 50.000 oder 100.000 Dialysepatienten heute auch schon geben, aber die haben 4 Milliarden Leute, die haben wahrscheinlich 500.000 müssen sie haben. Statt. Ja. Und einer der meiner Kollegen, der in Ostdeutschland ein großer Mann geworden ist, in der ostdeutschen Zeit, zweimal den Lenin-Preis gekriegt hat und so weiter, und der dann natürlich unmöglich war nach der Wende. Nach der Wende sozusagen, der ist heute bei einer Firma tätig, die also hauptsächlich den Import dieser Dialysatoren der heutigen Form nach China organisiert. Nicht? Ja, wirklich ein toller Bursche ist. Freund von mir gewesen, ein Polenkind auch und alle und so weiter. Und der ist also gestrauchelt natürlich, weil man weil er zu extrem exponiert war. Und der hat also durch seine Beziehungen, durch seine Vorträge in der ganzen Welt, dann eine japanische Firma, glaube ich, ist es, befunden, die also in den Import, Export nach China ermöglicht hat und erlebt also von dem her. Mhm. Also damit ist gesagt worden, Freiburg, dann in Ostdeutschland Rostock, klingt man, und dann in Paris ist der berühmte Professor Ambourget, das ist ein Internist eigentlich gewesen, aber sehr großkopfiger, wirklich guter Internist, der hat dann dort die und der hat sich seinerzeit ganz besonders oder rasch für die Transplantation interessiert. Mhm. Und hat also eigene Transplantationskongresse veranstaltet, was früher gemeinsam war, ja. Mhm. Von der Nephrologie, von der Niere und von der Transplantation her, und was auch heute wieder zusammenkommt, wieder ein bisschen, weil so viel zu tun ist, dass auch Internisten chirurgisch und beziehungsweise in wissenschaftlichem Sinne tätig sind, gemeinsam an der Sache, in der Nephrologie. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es wird was Neues geben, dann wird der Weg eben so gehen, dass man Dinge in der Medizin findet, was so vereinfacht wird, die Art und Weise der Entgiftung. Und da war eigentlich der Bruno in Boston tätig, mhm, an diesen Sachen. Und dann, wenn er nach Hause gekommen ist, und war die Einsparwelle da, und damit ist dann eigentlich diese Laboratorien, die geplant gewesen wären, die angestellten Laboratorien, sind so rausgefallen. Ne? Genau so war es in 55 Jahren, wie ich zurückgekommen bin, hat kein Mensch geglaubt, dass das irgendetwas ist. Mein Chef, der Fellinger, auch nicht. Und da damals ist bekannt geworden, dass man dann da einen Menschen retten kann, nach Unfällen. Und da hat aus der Unfallchirurg von Salzburg einen Patienten geschickt. Und dieser Patient, den hat der Chef vorgestellt, bevor ich ihn in Wien dialysiert habe. Und habe das alles erzählt und so weiter und so fort, von meiner Spule erzählt und so weiter. Und hat geendet mit seinem Vortrag,
schauen Sie es gut an, hier, das, den Patienten werden Sie nämlich nicht mehr wiedersehen. Hat er gesagt, zu den Studenten der Fellinger, ja. Und nach 3 oder 4 Dialysen in Wien ist der in Ordnung geworden, hat die normale Nierenfunktion wieder gekriegt und so weiter. Und dann hat es der Fellinger doch. Geglaubt, ja. Ja, hat er nur mal vorstellen müssen. Ne? Aber damals habe ich nur im Jahr 7, 8 oder 10 Patienten gehabt, eben, weil die anderen haben es ja nicht geglaubt, dass man das schicken kann. Ist, das war der Eigensteller, der mich schon gekannt hat von irgendwoher, ja, und der mich angerufen hat, ob er den Patienten schicken kann. Ne? Aber Bruno, wie du dann das in Wien zum ersten Mal vorgestellt hast, erinnerst du dich? In der medizinischen Gesellschaft habe ich mal das vorgestellt, was da ist, ohne dass ich damals schon gearbeitet habe. Und da war am Abend, wo sind wir da nach Linz gefahren oder was? Ja. Ja, sind wir nach Linz gefahren und da war der Professor Fuchsig, der einer der Chirurgen in Wien war, und wenn ich Dinge, da ist zurückgeheilt zu mir am Bahnhof, im Westbahnhof, hat gesagt, Das ist ja der Watschinger, der Toni Seiler des heutigen Abends. Abends. Das war traurig, der Toni Seiler. Ja, Toni Seiler und so weiter. Also, haben wir im Abend sozusagen und hat gesagt, der Toni Seiler des heutigen Abends. War das 1956? Ja, sowas. Vielleicht 57, möglicherweise. Nein, 56. 56 war schon, glaube ich, ja. 56, ja. Aber das war, glaube ich, schon der eine Patient. Schon. Nicht nur die Spule, sondern... Das weiß ich nicht, jedenfalls war es ein Blick, ich war auch, ich bin da oben auf der Galerie gesessen, es war ein blendender Vortrag. Du warst schwanger, hast ein Kind gehabt? Ja. Naja, muss was Großes sein. Dieses Kind sein und dieses noch. Ist auch nicht klar. Dieses Kind. Also, ja, sie war es. Ja. Dieses Kind. Wie ist deine Einschätzung vom Kolf eigentlich? Was ist das für ein Mensch, der Kolf? Der Kolf ist ein Mann, der keine Hindernisse kennt. Der hat also sofort vertraut, dass ich mit seinen Ideen, die ja mit der Ding dokumentiert gewesen sind, dass wir was machen können. Und der hat mich also sehr bestärkt an der Tatsache, dass da etwas entstehen kann. Ja? Und das war ja damals in Amerika, wo die Mutti zum ersten Kind schwanger war. Und während ich dann die 3 Monate verlängert habe auf 9 Monate, ja, weil ich noch ausgeschrieben habe, dass ich glaube, dass da irgendetwas Besonderes dahinter wird, ist, ja. Ist natürlich dann passiert, dass das Kind gestorben ist bei der Ding. Die Mutter hat dann nach Amerika, habe ich es dann rübergeholt mit meinen $120 in der Woche, in der Monat, den ich gekriegt habe. Und ja, wie gesagt, und dann haben wir ihm dann die Regine nach Hause gebracht. Der Kolf hat ja schon an was anderem gearbeitet. Ja. Ja, ja, die habe ich schon gesagt. Der Kolf hat mir ein künstliches Herz an Munden gemacht und ich habe das gemacht allein. Und so weiter. Und insofern war von ihm aus gesehen wahrscheinlich auch es nicht so außergewöhnlich war, dass ich gesprochen habe dort in Atlantic City. Weil er ja schon was anderes gehabt hat, ja. Und das aber ist der Nachteil gewesen, den ich in Wien gehabt habe. Denn der Fellinger hat sich auch nicht identifiziert mit dem. Er hat zwar die Patienten vorgestellt, wie ich gesagt habe, und so weiter, aber damals war es eben nur akute Nieren, Leute gesund, die plötzlich einen Unfall gehabt haben. Das war der erste war ein Motorradunfall, der hat eine Fettembolie, die Niere kaputt gehabt hat und dem also dann über diese Therapie, über diese Zeit
hinweggebracht haben, dass seine Nieren wieder gearbeitet haben. Ja. Und der Fellinger hat nicht recht gehofft, konnte man gar nicht, dass das sowas wird, dass in Tausende und Hunderttausende Patienten dreimal die künstliche Niere hat mich dann von Wien nach Linz gehen lassen. Ja. Ja, die Kollegen, die mich gefürchtet haben sozusagen, oder zumindest ein oder zwei, ja, die waren, haben ihn informiert auch, den Chef, da kriegt er lauter uremische Patienten, die man nichts behandeln kann und so weiter, auf die Klinik, wenn das weitergeht. Und der Chef hat mich dann mehr oder minder, so da wie wenn er, ich habe die Schwestern haben mich geholt, nach Linz, war ich ja früher dort bei den Schwestern, war in 46er Jahren, nicht? Und ich habe dann natürlich die ganze Arbeit des Aufbaus der Nephrologie und der Stationen und so weiter, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, von Linz aus gemacht. Ja? Mhm. Weil meine Schwestern, nachdem sie 2 Jahre lang nichts bezahlt gekriegt haben von der Krankenkasse für die Dialyse, gesagt haben, das wird schon werden einmal, ja, haben wir dann auch in Linz chronische Dialyse machen können, also chronisch Kranke, von denen man gewusst hat, sie werden der Niere nie mehr gesund werden und die das ewig brauchen und auch die Transplantation, was man dann schon, ich bin ja dann mit meinen Chirurgen immer nach Wien gefahren, die haben das gelernt, hier, und habe dann auch in Linz eine Transplantation, eine erste machen lassen in unserem Krankenhaus, war ein großes Ding, das war ist vielleicht etwas zu viel, wenn ich das erzähle. Aber jedenfalls, der Fellinger war nicht sehr angetan, ja. Groß Ding. Und hat sich also einreden lassen, dass das nichts ist, dass lauter chronisch kranke Nierenpatienten an die Klinik kommen werden ja. Und das ist nichts. Ne? Und so weiter. Und meine Schwestern haben dann gesagt, ja, das machen wir. Die haben gesehen dann, dass ich so und so viele solche Patienten herausbringen, ja, und da haben sie gesagt aus und dann haben sogar bis 2000 Dialysen hat die Krankenkasse nichts bezahlt. Dann haben sie 50% bezahlt von dem Geld. Aber das ist dann weitergegangen. Und damit habe ich was machen können, was in Wien nicht machen können. Die ganze Organisation mit der Nephrologie und so weiter. Und wie der Fellinger, über den Fellinger ein Buch geschrieben wurde, jetzt vor 5, 6 Jahren oder 7 Jahren, und wo ich als ehemaliger Assistent auch gebeten wurde, etwas zu schreiben, habe ich natürlich das von der künstlichen Niere und der Entwicklung geschrieben, was in Linz passiert ist. Aber also nicht sehr viel erwähnen können. Ich kenne Ruhmesblatt, ja. Buch, das habe ich der Bruno sehr ja. Und so weiter. Dort habe ich x-mal hineingeschrieben, dass es der Geisterklinik Fellinger und was weiß ich und ihm zu verdanken ist, dass das entstanden ist und so weiter. Und dann habe ich später erfahren, dass der Fellinger, er hat mir dann auch geschrieben, dass ich das nicht, da steht alles nicht mehr von Linz und weiß ich was. Ja. Ich habe gesagt, das kann nichts machen, das haben wir in Linz gemacht und so weiter. Und dann hat ihn der Dozent Detschei, der ärztliche Leiter von Rudolfinerhaus, der Typ da in, wo ist das? 19. Ja, da ging in Richtung Grinzing ist das, so ein großes Ding, der dort ist. Der hat den behandelt, hat das kann eine Woche, dass er mich nicht publizieren lässt, da das. Und dann hat mir der Fellinger geschrieben, ja, er nimmt das jetzt so, wie es ist. Und hat mir so vergessen darauf, dass er gesagt hat, dass er
das. Aber jetzt hat er geschrieben, und jetzt dass er extra Wert darauf legt. Der Deser hat jetzt mir gerade einen Brief geschrieben, dass der Fellinger seinen 95. Geburtstag am 19. Juni feiert. Und der hat mir geschrieben, als ehemaligen Assistenten, bittet mich zu kommen auch zum Ding, denn er würde sich sicher freuen, der Fellinger, das glaube ich, dass er sich freut. Und wer also am 19. Juni unten in Wien sein, weil im Rudolfinerhaus dann eine Feier ist, interne, und dann eine größere Feier und so weiter. Und da schaut er halt, dass alle Assistenten. Aber wie gesagt, ich erzähle es nur, dass man nicht nur für Positives, ja, sondern auch naja, Negatives. Es ist ja dann auch oft einmal so kann, von den Vorgesetzten, die nicht ja, unbedingt so damit einverstanden sind, wann ihre Assistenten irgendetwas. Schon ein großer Mann gewesen, ja, im Geiste, im Großen, hat uns auch arbeiten lassen, wie wir wollten und so weiter, hat uns nicht behindert, aber auch nicht gefördert oft. Mhm, ja, ja. Dann im Einfluss von den anderen dagegen auch wählen sein konnte. Ja. Das sind schon wieder. Ja, Fellinger hat zu mir mal gesagt. Gitterbahnen sind je zweimal 10 Meter dieses Dialysierschlauches, der nichts anderes ist als eine Wurststaut, auch heute noch in Verwendung, aufgewickelt, zweimal 10 Meter und dadurch fließt das Blut des Patienten und das Ganze liegt in einer Dose, in der diese Flüssigkeit, in die das Giftige aus dem Blute hineingespült wird und weggespült wird, hineinfließt. Und später verschiedenste Modelle gemacht, verschiedene andere Gitter. Das ist eine kleine Niere für einen Patienten, für ein Kind. Ja. Genau dasselbe, der Schlauch, Zufuhr des Blutes innen und Ausfluss des Blutes außen. Hat den Vorteil, dass das Füllvolumen vom Blut viel geringer ist. Für ein Kind braucht man weniger und kann man nicht so viel Blut haben. Und solche Modelle verschiedenster Art gab es in den 10 Jahren nach 1955 immer wieder, das besser zu machen oder neu zu machen oder darauf zu kommen, dass es nicht besser geht. Und das ist so schlecht. Naja, jetzt diese Scheiche, die sind ja nicht nur Plastik. Das ist ein Wohlstand. Ja, so kann da das Blut gereinigt werden, indem es draußen ist in der Flüssigkeit drinnen, ja, mit einer bestimmten Zusammensetzung, ja, mit Salzen, die im Blut sind. Ja. Das Blut hat nur die Gifte, die kann nur die können niedrigeren Konzentration hinausgehen. Also das wann, ist also da auch das so ist der Effekt dieser Dialyse. Und jeder. Und diese Wurst hat ermöglicht das. Ja, und heute macht man ganz kapillardünne, ja, 10.000 ja, in einem stabartigen, genau dasselbe, innen fließt das Blut, was höhere Konzentration geht hinaus in die andere Richtung, und was im Blut, in der Dialyseflüssigkeit war,
geht gleichzeitig hinein, wenn es zu wenig ist, wenn er zu wenig Kalium hätte zum Beispiel oder irgendwas. Ne? Und der Kolb natürlich, weil das die Frage war, der hat einfach dran geglaubt, ohne dass es sehr viel Hintergrund. Naja, ich glaube, das sind auch so Leute, und wenn man damals angefangen hätte, das, was die Regina vertritt in der Bakteriologie, und zu sagen, ja, wo ist denn da außen links, innen ist Blut und außen ist Flüssigkeit, wo ist denn da der Schutz vor Bakterien oder so, dann hätte man es gar nicht machen können. Ja. Heute dürfte man das sicherlich nicht machen. So wie das damals gemacht wurde. Und auch angewendet wurde. Wir haben es dann auch sterilisiert natürlich. Die Spule ist dann später sterilisiert. Ich habe sie, was ich in Wien machen musste, habe ich noch Seibersdorf geschickt. Das ist bestrahlt worden. Ja, bestrahlt worden, damit man ja nicht in Gefahr gekommen ist, dass irgendjemand sagt, diese Leute sind ja gefährdet mit Infekten. Das ist von dem gekommen. Nicht? Das haben wir bestrahlen lassen. Wobei wir nicht gewusst haben damals, ob das. Was da irgendwas Radioaktives drinnen bleibt. Ne? Oder was weiß ich. Oder schädigt die Effektivität. Wenig ist und so weiter. Aber wir haben es ja dann messen aber können. Aber das sind natürlich, sagen wir, alles Dinge, auf die man es ankommen lassen muss, bis zu einem gewissen Grad. Sonst kann man nie was Neues anfangen. Und heute, natürlich muss man kontrollieren, das muss vorher alles Mögliche untersucht werden und ausgeschwert werden. Und das kostet Millionen. Daher kann man es gar nicht mehr machen. Kann man gar nicht machen. Weil da ist so viel Ding. Und das muss ich auch noch sagen, wo die kapillardünnen Schläuche in den Dialysator gemacht wurden. Das hat eine Firma gemacht in Amerika, die nicht von diesem medizinischen Fach war, die Dow Company. Ja? Und wie die das dann fertig gemacht hat, die kleinen dünnen Schläuche, hat sie es nicht erzählen wollen. Weil sie nicht vertraut hat, dass das eine Sache, wo wirklich was wird. Aha, ja, und die haben dann vom amerikanischen Staat 10 Millionen Dollar dazu, zusätzlich noch gekriegt, dass sie überhaupt begonnen haben, das. Und die halt die einzige Möglichkeit, alle diese Dings sind nicht mehr, diese dicken, diese breiten Schläuche, sondern eben nur, so Kapillare mit sein. Das hat ein bisschen normal gefunden werden. Ja, genau. Ja. Ne? Alles klar. So aber was das heißt, die Firmen, die dies und jenes Material erzeugen, die Leute zum Beispiel in Seibersdorf zu sagen, die haben das übernommen dann, ja gut, aber das sind Wege und. Ja, und ich meine, ich glaube, es kommt ja auch dann immer darauf an, dass man einen findet, der darauf anspringt. Ja, wenn es irgendein Staudenhocker ist und der sagt, um Gottes Willen, der weiß, was da herauskommt. Ja, man muss ja meistens zwei oder drei Mal. Zum Beispiel diesen Zylinder, den Zylinder, der Innenzylinder, mit dem wir das aufgewickelt haben, den habe ich beim Auk Müller, wo wir gestern gesprochen haben, auch am. Ja. In der Neubau, die in den 12. Bezirk ist, hat er das gemacht, diese Plastik Ding. Ja, und das war aus Sparungen wenn wir es gedreht haben. Ach so, das den Kupplung, dass das nicht so. Aber das hat alles tausend Wege gekostet. Ne? Naja, ich meine, man hat sie wirklich erst einmal erfinden müssen. Ne? Naja, da ist die Zeit vergangen. Und habe ich halt viel Zeit nicht gehabt für andere Sachen. Auch für die Kinder nicht.
Ja, ich glaube schon, was wollen wir singen, ne? Ja, oh ja. So. Und für die Mutter nicht viel Zeit gehabt, natürlich. Mit diesen Sachen. So ist das eigentlich. Haben wir bis jetzt nicht gesehen, was alles noch im Haus aufgehoben ist. Ja, naja, vieles. Vieles, vieles, ja. Jetzt machen